Hey, hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Sean und damit willkommen zu einem weiteren Update zu Planet Zoo. Denn auch 3 Tage vor Beginn der Beta lässt es sich Frontier nicht nehmen, einen weiteren Welttiertag mit einer Enthüllung eines neuen Tiers zu feiern. Aber genug Vorgeplänkel, los geht's! Wir haben es ja schon alle vermutet, aber jetzt haben wir endlich Gewissheit. Mit einem 9-teiligen Instagram-Post enthüllte Frontier heute Stück für Stück den unglaublich knuffigen und flauschigen kleinen Panda, auch roter Panda genannt. Und ich meine, guckt ihn euch doch mal bitte an. Ist er nicht einfach nur super niedlich mit seinem langen flauschigen Schwanz und den großen Öhrchen, wie er sich aufrichtet und durch die Gegend stapft? Da schmilzt einem doch direkt das Herz. Damit das Video aber doch noch etwas mehr ist, als ich, wie ich hier über die Niedlichkeit des kleinen Pandas schwärme, hier noch ein paar Fakten. Der kleine Panda ist im östlichen Himalaya und im Südwesten China beheimatet und etwa 1,20 Meter lang, wobei knapp die Hälfte auf seinen Schwanz entfällt. Dabei ist er bis zu 6 Kilogramm schwer. Er gilt als geschickter Kletterer und überaus hitzeempfindlich, weswegen er Temperaturen unter 25 Grad Celsius und schattige Plätze bevorzugt. Dabei zieht er sich gerne in Baumkronen zurück, wo er nicht selten den ganzen Tag verschläft. Erinnert mich ein bisschen an mich, wenn ich ehrlich bin. In der Dämmerung beginnt dann seine Aktivitätsphase mit einem Fellpflegeritual, wie man es von Katzen kennt. Dabei wird das Fell immer wieder akribisch mit den abgeleckten Vorderpfoten gewaschen. Die Hauptnahrungsquelle des kleinen Pandas sind Bambussprösslinge, aber auch Wurzeln, Früchte und Beeren gehören zu seiner Ernährung. Selten aber auch Eier und Kleinnager. Kleine Panda sind friedlebende Tiere und leben reviertreu häufig als Einzelgänger, selten aber auch paarweise oder in Familiengruppen. Aufgrund von Wilderei, Abholzung und Überweidung seines Lebensraums gilt der kleine Panda mit weniger als 10.000 freilebenden Exemplaren als gefährdet. Jetzt bist du wieder gefragt, wie gefällt dir der kleine Panda? Lass es mich in den Kommentaren wissen und wie immer gilt, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Wenn du noch mehr News und Updates, Let's Plays, Tutorials und mehr zu Planet Zoo willst, abonnier den Kanal, aktiviere die Notifications, sodass du in Zukunft kein Video mehr verpasst. Ich bin Sean, du findest mich auf Twitter unter @SeanMcBeard. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bye.